So, Hallöchen. Job hat angefangen, Milchfarm. Ich habe schon 8 Tage gearbeitet, da erzähle ich später mal noch was. Auf jeden Fall habe ich jetzt gerade erstmal 2 Tage frei. Das heißt, 2-Tages-Roadtrip auf einer Halbinsel in der Nähe von Christchurch. Schön ins Meer rein, eine Halbinsel. Den Namen fällt mir gerade nicht ein, aber den blende ich dann euch einfach noch ein. Oder auch nicht. Marsch geht's ans Wasser runter. So wie die Blätter hier aussehen, bräuchte man mal hier ganz kurz, bitte ganz gut Regen. Aber bitte sofort. Von jedem kleineren Baum hier hängen die Blätter nach unten. Übrigens, das hier ist eine Halbinsel. Aber nicht eine normale Halbinsel, weil dort, wenn Flut ist, ist der Landweg, soweit ich das mitbekommen habe, unterbrochen. Das heißt, was ist das hier dann? Eine Halb-Halbinsel, eine Ebbe-Halbinsel und eine Flutinsel? Oder wie würde man das bezeichnen? Schreibt eure Ideen mal in die Kommentare oder wenn es einer von euch weiß, wie man das offiziell bezeichnet hat, bitte auch mal in die Kommentare. So, da bin ich hochgekommen, insgesamt ziemlich steil von dort hier hoch. Und ja, scheint so, als ob mein Motor etwas überhitzt hat. Der ist ein bisschen warm geworden. Ist halt schon, das Auto ist jetzt wahrscheinlich nicht auf solche Steigungen ausgelegt. Also deswegen vielleicht ein bisschen nachvollziehbar. Ich lasse es jetzt noch ein bisschen abkühlen. Ich habe es schon ein bisschen abkühlen lassen. Wird auf jeden Fall jetzt schon, ja, jetzt ist schon viel kühler wieder. Hier kann ich jetzt schon ohne Probleme. Hier oben ist es auch schon wieder kühl. Von daher mache ich mich dann jetzt wieder auf den Weg nach unten. Da muss ich auch jetzt nicht den Motor so doll anspornen. Genau. Guten Morgen.
Ah, wunderschön. Es ist schon richtig warm. Es ist 8.30 Uhr oder so. Ah. Geil. Ah, oh mein Gott. Der Coronavirus-Problematik ist heute spontan mein letzter Arbeitstag und ich möchte euch wenigstens noch mal ganz kurz hier zeigen, wie es da so aussah, wo ich die meiste Zeit jetzt hier gearbeitet habe. So, das hier ist der Eingangsbereich vom Hof, da ist so Unterstellsachen und da ist dann ein Workshop, da ist Traktor und so weiter. Und da ist Shed, also die, das Häuschen, wo dann Gemäulkörner wird. Hier vorne sind die zwei Milchtanks, wo dann halt die Milch gelagert wird, bis sie dann halt einmal abgeholt wird. Und mit den Dingern hier wird die Milch gekühlt währenddessen. Ja, dann geht man hier rein. Das hier links ist erstmal das Office, da hinten ist dann noch Toilette. Hier ist dann so ein bisschen Elektronik und Waschzeug, Chemikalien. Hier sind dann die Mähkernschuhe. Und hier ist dann die Arbeitsmaterial. Also da hat jeder dann so eine Schürze einmal drumherum und dann noch komplett einmal für die Ärmel, dann wie so eine Regenjacke, allerdings nur mit den Ärmeln so ungefähr, dass man da halt wirklich nicht komplett nass wird und feucht, keine Ahnung. Und dann ist das hier die Plattform, da steht dann jeweils eine Kuh drinne und das Ding rotiert so herum mit Schläuchen, mit Wasser wird ja alles immer sauber gemacht. Und dann kommen die Kühe von dort reingetrieben, gehen dann hier rein und dann ist hier einer, der nimmt dann die Dinger, drückt dann hier auf den Knopf, also ist jetzt nicht an, deswegen passiert jetzt nichts, aber dann würde jetzt hier, wenn ich das machen würde, hier Vakuum entstehen. Dann habe ich das in der linken Hand. Mit der rechten Hand nehme ich dann die Cups und mache die dann an die Nippel, an die Titzen dran. Und dann gehen die einmal drumrum und auf der anderen Seite, ja, und dann ist das ja dann noch zum navigieren. Gehen wir mal hier kurz runter. Ja, so eklig. Hier sammeln sich dann auch. Dann ist hier so Pumpe und da ist noch so alles mögliche technische Gerät hierfür. Und dann hier wird dann die Cups einmal schön abgemacht und drangehängt. Und je nachdem, der hier ist, entscheidet, ob man dann die Kuh nochmal eine Runde rumschickt. Dann macht man hier dran. Und dann kommt die Kuh noch mal eine Runde rum, weil die vielleicht noch genügend Milch hat. Und dann gehen die halt da wieder zurück. Und mit den Toren, die kann man hier unten bewegen. Da kann man die immer dann zusammendrängen. Und mit dem oberen kann man die halt, ohne dass die jetzt zusammengeschubst werden, zusammendrängen. Und da ist ein elektrischer Strom drauf. Und dann kann man die Ketten runterlassen. Aber mit den Toren muss man dann halt wirklich im Groben arbeiten. Und mit dem oberen arbeitet man dann im Endeffekt im Feinen, um die Kühe dann wirklich dazu zu bringen, ständig auch da reinzugehen. Weil die wollen nicht immer ganz so, wie man selber möchte. Und das hier ist noch ein Teat Sprayer, also Teat, das sind die
Adern und so weiter, ne? Die Euter meine ich. Und dann kommt dann immer so eine Flüssigkeit und so ein Spray raus. Ist dann damit, wird dann geschaut, ob da eine Kuh drin ist oder nicht. Und dann ist es halt gut für die Kühe, dass da sich nichts irgendwie entzündet oder was weiß ich was, gut, nicht schlecht wird an den Eutern. Genau, und dann das da drin, das kann ich euch eigentlich doch mal zeigen, dieses Areal da, nennen wir dann übrigens Yard. Das ist immer ganz komisch, wie man das dann beschreiben soll, weil hier, was ist denn das Yard? Also sowas da, hier ist das, wäre das Yard. Und hier sind auch ein paar Kühe. Das müssten die Red Cows tatsächlich sein. Also Red Cows nennen wir hier die Kühe, die mit Penicillin behandelt wurden und die deren Milch darf halt nicht zu den anderen kommen, diese muss entsorgt werden, weil ja, das darf halt nicht reinkommen. Und dann komplett da dieses Areal bis zu den Bäumen dort hinten und dann da wieder so die nächste Straße, dort wo die Bäume sind, wieder zu dieser Straße hier, das ist alles das Areal. Und da gibt es ganz verschiedene Paddocks dann, das sind da die Flächen. Wir haben hier drei Herde gehabt, die ersten zwei Herden A350 Kühe, die dritte Herde. Nur war ursprünglich 100 Kühe, mittlerweile sind es glaube ich 60, weil 40 mal abgeholt wurden. Und der Unterschied ist, erste und zweite, die Herden sind gleich. Bei der dritten Herde, die sind aktuell nicht schwanger und geben deswegen generell etwas weniger Milch. Und wir am Anfang, als ich ankam, haben wir zweimal am Tag gemolken. Jedenfalls Herde 1 und Herde 2. Herde 3 nur einmal am Tag. Und dann haben wir irgendwann umgestellt auf nur einmal am Tag, weil die nicht mehr genügend Milch gegeben haben. Und statt die Zeit fürs Zusammentreiben, den Stress und das Melken, die Zeit, dann können die einfach vom zweiten Melken, dann können Herde 1 und Herde 2 da auch einfach noch grasen und Milch produzieren. Das ist dann etwas effizienter, wenn die nicht mehr ganz so viel Milch jetzt produzieren in der Saison. Ja, und da sind noch mal so ein paar schöne Kühe. Wunderbar. So, und alles Abwasser, was hier ist, kommt dann insgesamt hier hin, dorthin, und dann ist da eine große Pumpe und dann da hinten, wo man das da gerade rotieren sieht, das ist dann das dreckige Wasser mit dem ganzen Kot und der Gülle und so weiter, und das wird dann verspritzt und das kann man dann, das stellt man immer wieder woanders hin. Würde man dann rumfahren, um die Kühe auch zusammenzutreiben, aber das wurde mir, weil ich jetzt einfach nicht so lange auch der aber nicht beigebracht hat, so ein Bike zu fahren. Und was einfach auch immer sehr schön anzusehen war, sind die Berge dann da hinten, wenn es schönes Wetter ist. Und das hier war meine Unterkunft. Hier war dann immer mein Auto und jetzt nehme ich euch mal mit in meine Unterkunft. So ein bisschen Blumentour. Wir sehen Anderson, ja, da ist Anderson. Ich zeige euch jetzt mal nicht auf ihn. Aber dann war jetzt hier halt mein Zimmer. Das Bett habe ich nicht benutzt. Das ist ein bisschen, da kommen auch teils die Federn raus. Das wollte ich nicht nehmen. Da habe ich einfach mal meine Matratze hier hingelegt. Dort habe ich dann meinen Campingtisch aufgebaut. Da war dann ein Campingstuhl, da war ein Campingstuhl. Dort habe ich all meine Essenssachen gelagert. Dann hat das ganz gut gepasst. Ja, dann muss ich noch mit wegnehmen. Und wenn man hier weitergeht, ist Wäsche-Trockenraum. Hier ist dann das Badezimmer, Dusche. Sehr geringer Wasserdruck, aber in Ordnung, schön warm. Und dann ist hier das Klo. Hier die Waschmaschine. Ja, das ist auch noch von mir, das muss ich dann noch rausholen. Dann gleich zum Aufhängen. Das ist noch teils meiner Sachen gewesen, die ich zum Arbeiten anhatte und deswegen die dann halt auch sehr dreckig sind. Und das hier ist dann die Küche. Ja, ich meine, sieht man jetzt nicht, der Boden ist aber echt dreckig und ja, ich habe meine Sachen immer schnell wieder abgetrocknet und zu mir ins Zimmer genommen. Hier ist Kühlschrank und Tiefkühlschrank oben. Und da Fernseher. Und schon bin ich wieder beim Lake Pukaki. Bin jetzt hier mit Bungee Jumping, habe hier am Parkplatz übernachtet und bin jetzt gerade zweimal gesprungen. Was wir uns hatten auch für günstiger ist, wenn das einfach so geil war. Da hängt gerade jemand und hat gerade noch vom Boot eingesammelt. Ah. So, und weil ich übernachtet habe, habe ich sogar noch 10% Rabatt bekommen und ein kostenloses Frühstück. Läuft! Out there. Oh. Oh.
up in there. All right, we're back to the camera over here. And then all the way to the rest of the floor, bro. Over here for the camera. All right, big old head first dive. Enjoy in 5, 4, 3, 2, 1. Over your left shoulder back here. Hey! Now this is Jack. Yeah! Ladies! Alright man, I'm holding on, you gotta let go. Arms out. Falling backwards, keep on looking up this way, okay? Here we go. 5, 4, 3, 2, 1, go Lucas! Yeah! One! Ja, aber leider war für mich ein Wassertouch nicht möglich, weil ich noch 16 Kilogramm zu leicht war mit 60 Kilogramm. Guten Morgen, willkommen. Lockdown Tag 1. Das hier ist übrigens mein schönes, kleines, süßes Einzelzimmer. Weil ich erkältet bin, durfte ich hier kein Mehrbettzimmer. Was auch verständlich ist. Aber ja. Ja, und da bin ich mal gespannt, was ich heute mache. Erstmal werde ich dann heute, jetzt sieht man mich mal wieder, heute erstmal duschen. So, und weil ich ja auch so einen 2-Bit- bzw. 1-Bit-Zimmer habe, gibt es solche Sachen hier noch. Da habe ich mir jetzt mal eine Trinkschokolade gemacht. Allerdings ohne mich, sondern nur mit Wasser. War es jetzt so am einfachsten. Aber ich wollte es warm haben, und dann hätte ich irgendwie noch Milch erstmal warm machen müssen, weil ich glaube, die haben ja keine Mikrowelle auch in der Küche. Und dann hätte ich auch erstmal noch eine Etage runtergehen müssen.
Yep. So, wir schreiben den 9. April, 9 Uhr irgendwas. Ich habe mittlerweile einen Flug bekommen. Ich darf heute 10.45 Uhr am Flughafen sein. Ich habe alles gepackt, im Auto vorbereitet, aber bin eigentlich noch nicht bereit, aus Neuseeland wegzugehen, aber es bleibt ja leider keine andere Möglichkeit wirklich. So, und hier seht ihr schön alles zusammengepackt. Das hier ist ein Übercape für den großen Rucksack. Das ist mein Aufgabegepäck. Da kommen dann noch der Schlafsack und die Isomatte rein, die ich nie gebraucht habe, weil ich dann jetzt doch keine mehr Tageswanderung machen konnte noch. Und das ist noch eine Decke, die ich mir gekauft hatte, die ich cool fand. Die war billig und die tue ich dann einfach auch mit da rein. Und dann nehme ich die mit nach Deutschland. Dann ist das hier entsprechend mein Handgepäck. Zusammen mit der Kamera, mit der hier gerade Film, und ja, das ist noch jetzt mein Zimmer. Ja, ein bisschen Müll noch übrig. Ja, da nochmal schön den Ausblick. Da hinten noch die wunderbaren Berge. Ja. Und mit Air New Zealand bin ich vor wenigen Stunden nach ungefähr 3 Jahren, 10 Monaten und einer Woche wieder in Neuseeland gelandet. Ich bin zurück. I am back. Aber wo bin ich hier gerade eigentlich? Ich bin in Kuala Lumpur. Von Neuseeland ging es für mich nämlich noch nach Thailand, Malaysia und Singapur. Statt auf YouTube habe ich diese Reise auf Instagram begleitet. Diesmal mit kein fast Ferienverspätung, sondern tagesaktuell. Und was mache ich dann in Neuseeland? Studieren. Ich werde an der University of Otago in Dunedin meinen Master in Informatik machen. 2 Jahre lang. Ich bin sehr gespannt und freue mich schon drauf. So bleibt mir jetzt nur noch Danke zu sagen. Danke fürs Anschauen meiner Videos und dem Mitverfolgen meines Neuseeland-Abenteuers. Es war mir eine Ehre. Ob das Neuseeland-Abenteuer hier weitergehen wird auf YouTube? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es herausfinden. Genau wie ihr.